Hey Leute, Ocean hier. Ja, ihr hört, nach wie vor habe ich eine übelst starke Kehlkopfentzündung. Aber ich wollte euch unbedingt die neuen Fahrzeuge vom neuen Update vorstellen. Und ja, es sind insgesamt 13 neue Fahrzeuge dazugekommen. Kommen noch 4 neue Fahrzeuge, die sind momentan noch in den Tunables drinne. Und aber noch nicht veröffentlicht. Deswegen können wir sie noch nicht kaufen, aber da werde ich dann auch noch ein Video machen. Ich habe auch jetzt nicht alle Autos gekauft, weil ich schlichtweg nicht alle kaufen wollte, weil ich jetzt nicht alle so toll fand. Zudem sind die ziemlich teuer und ich will jetzt auch nicht zu viel Geld verschwenden, weil ich weiß jetzt nicht, was in diesem Jahr noch von Updates her kommt und am Ende habe ich kein Geld mehr und kann euch nichts mehr vorstellen. Und ich muss ja jetzt schon Autos verkaufen, damit es wieder passt. Und ja, als erstes haben wir den ETR1, der ist von Emperor. Da gibt's schon, das ist also Emperor ist die Marke Lexus und es ist ein Lexus LFA quasi. Und den gibt's in zwei, wie heißt das, Lackierung beziehungsweise halt dieser Sticker da, was da drauf ist. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Und dann kann man den noch mal im Los Santos Customs ohne Sticker machen. Und hier seht ihr auch die Werte und die sind jetzt nicht allzu gut. Also es gibt bessere. Zum Beispiel habe ich mir jetzt hier den hier gekauft, deswegen stelle ich euch den gleich komplett vor. Und den habe ich wieder nicht gekauft. Den gibt es auch in zwei Lackierungen und halt einmal ohne, wenn man ins Los Santos Customs fährt. Es gibt kein Fahrzeug, das für Bennys ausgelegt ist. Es kostet hier auch 2,475 Millionen. Das ist der Anis RE7B. Und von Anis gibt es ja schon in Elegy und den gibt es ja gratis. Und das ist halt diese Marke davon. Das ist halt Nissan. Beziehungsweise, ich weiß jetzt gar nicht, was zu Nissan noch gehört für eine Gesellschaft. Die haben irgendeine Tochtergesellschaft noch. Und der hat zwar schon ziemlich gute Werte, aber jetzt nicht allzu gut wie der Tyros halt. Oder Tyros, wie auch immer der ausgesprochen wird. Dann als nächstes stelle ich euch hier unter South und San Andreas Superautos noch diese neuen Fahrzeuge hier vor. Und ja, hier haben wir erstmal den Obey Omnis, den habe ich auch gekauft, den stelle ich euch gleich vor. Den Lampadati Tropos Rally. Der hat ein cooles Feature, da kann man die Lichter ausklappen, also der hat so flippbare Lichter, ich weiß gerade nicht, wie das heißt insgesamt. Und er hat auch wieder zwei Lackierungen, die man kaufen kann und man kann die Lackierungen halt immer wieder wegmachen, deswegen sage ich das jetzt nicht noch oft bei den nächsten dazu. Und ja, der hat halt eine schlechtere Geschwindigkeit und alles als der Obey, deswegen habe ich den jetzt nicht gekauft. Das ist unter anderem Grund dafür. Da haben wir den Crotty Brizora RA, den habe ich auch gekauft, deswegen stelle ich euch den auch gleich vor. Den gibt es auch wieder in zwei Lackierungen. Also diese zwei Lackierungen sind bei jedem Auto. Und den Trophy Truck, den habe ich ebenfalls gekauft. Den Rapid Desert Trail, den habe ich jetzt nicht gekauft. Also das ist wieder ein anderes Auto. Der ist ein bisschen schlechter als der Trophy Truck von der Bremsleistung her und so. Deswegen habe ich den nicht gekauft. Und die Nagasaki habe ich wieder gekauft. Hier habe ich zum Beispiel hier sind drei Fahrzeuge, die sind gratis. Die sind gratis aufgrund, weil ich übertragen habe von PlayStation 3 auf PC. Deswegen sind die gratis bei Leuten, die nicht transferiert haben von irgendwas, Xbox 360 oder PlayStation 3 zu PC. Für die kosten die, glaube ich, circa insgesamt halt maximal, halt nicht insgesamt, sondern nur maximal 350.000, halt circa. Dann haben wir noch einen Western Gargoyle, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Der hat dieses Kettenfeature im Hinterrad, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel das bringt, weil ich habe es halt auch nicht gekauft. Ich finde die Werte ziemlich gut, also die sind besser als von anderen Shoppern, aber es ist halt jetzt auch nicht das Beste vom Besten. Ja, hier haben wir nochmal den der Klasse Burgershot Stallion. Die sind halt, wie gesagt, diese Übertragungsautos, deswegen habe ich die, wie gesagt, gratis. Und es kostet mich nichts und die sind ein bisschen besser als die Standardfahrzeuge. Da empfehle ich euch dann auch auf jeden Fall diesen Bravado Redwood Gauntlet. Der ist besser als der Dominator insgesamt von den Werten her ein bisschen. Der Dominator ist zwar schon gut, aber ist halt nicht gut genug.
Der Dominator ist von den Werten relativ ähnlich wie der Vorgänger, hat halt ein bisschen bessere Beschleunigung, so wie ich es glaube, und Traktion halt. Aber ja, mehr gibt es zu den Autos auch gar nicht zu sagen. Was anderes habe ich hier jetzt nicht gesehen. Es gibt keine neuen Waffen, es gibt dafür etliche Rennanzüge. Da werde ich euch das auch nochmal gleich einblenden. Und hier haben wir zum Beispiel jetzt diesen Trophy Truck. Die Vorderlichter sind irgendwie jetzt nur aufgeklebt, finde ich ein bisschen doof gemacht von Rockstar Games. Es sei denn, es ist so ein kleiner Bug, aber ich glaube, die sind halt, es ist echt nur aufgeklebt, finde ich jetzt. Und ja, den habe ich hier jetzt so gekauft. Ihr seht auch direkt das Tuning. Den habe ich in Silber und in Orange gemacht, weil ich es halt ziemlich passend fand zu den Flammen her. Hier habe ich schon Redwood Gauntlet, den habe ich in meiner Crew-Farbe gemacht und da finde ich es dann cool, dass dieses Rot, normalerweise ist da, wo Redwood draufsteht, ist Rot, aber ich habe den halt in der Crew-Farbe blau gemacht oder allgemein mit Blautönen geht es ziemlich gut, dann wird das so ein bisschen schwarz, dunkelblau und halt oder auch so ein bisschen violett, also ihr müsst da halt schauen, welchen Blautönen ihr nehmt und den habe ich halt genommen, der sieht ziemlich cool aus, so in der Lackierung, so blau-schwarz. Hier habe ich diesen Sprunk Fiat 500, den habe ich auch aufgetunt mit einem Heckspoiler und so, bisschen Felge halt und bla bla. Und ja, hier seht ihr auch, wie gesagt, der hat auch die Sprunk Aufkleber drauf und den gibt es auch in einer anderen Aufkleberform. Ich finde, von hinten sieht er eher aus wie ein Mini, aber okay. Hier haben wir den, ich sag mal Audi Urquattro, hat diesen Obey. Omnis heißt er, ja. Und der gibt's auch einen großen Spoiler, den habe ich aber jetzt nicht drauf gemacht. Da ist es auch egal, ob ihr jetzt den Spoiler wegmacht oder so. Da verändert sich von der Traktion her nichts, auch wenn ihr den größten Spoiler drauf macht. Also da gibt's keine Unterschiede. Und hier habe ich den Progen Tyrus, der teuerste Supersportwagen. Ich dachte erst, es wäre von vorne, sah der so ein bisschen aus wie dieser eine Crotty. Oder Crotty Pegassi, ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich glaube, Pegassi war es. Und ja, der ist halt ziemlich langgezogen. Ich finde, der sieht eher aus wie ein Saline S7, glaube ich, ist es, was so langgezogen ist unter anderem. Und ja, der ist halt von Progen. Das ist halt diese Marke, wo auch der T20 von ist. Also da finde ich es auch cool, dass die da noch ein weiteres Auto hinzugefügt haben. Meine Stimme verschwindet jetzt gerade endlich. Endlos. Und hier habe ich halt noch dieses eine Nagasaki-Bike. Das sind halt, wie gesagt, die ganzen Autos, die ich gekauft habe. Insgesamt sind 6 Stück. 6 Stück von 13. Ich wollte, wie gesagt, nicht alle kaufen, weil ich einfach schlichtweg zu teuer fand. Da habe ich halt andere Felgen drauf gemacht. Die ist ähnlich wie die Sanchos von den Werten her. Also da gibt es auch nicht so große Unterschiede. Die heißt die Nagasaki BF 400. Und ja, ich finde alle Autos ziemlich cool. Besonders meine Favoriten sind halt hier der Progen Tyrus und hier der Redwood Gauntlet. Die anderen sind auch relativ cool gemacht, aber ja, die fahre ich halt jetzt nur, wenn es nötig ist. Auch cool finde ich den hier, aber da müsst ihr auch SUV-Reifen drauf machen, sonst schlittert der rum wie sonst was. Das ist echt nicht toll. Ja, um die Klassen mal zu sagen, also der beiden da hinten, die zählen zu den Geländewagen. Der Gauntlet nach wie vor zu den Muscle Cars. Der Fiat hier, der gehört nach wie vor zu den Kleinstwagen. Dieser Obey, der Audi, der ist ein Sportwagen. Da finde ich es auch ein bisschen doof, der hat schlechtere Werte als andere Sportwagen. Also für normale Rennen, wo andere Sportwagen drin sind, kann ich ihn jetzt nicht empfehlen. Oder wenn man halt allgemein mit eigenen Fahrzeugen fährt, würde ich jetzt den, glaube ich, nicht nehmen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den vielleicht wieder verkaufe, weil so viel bringt er nicht. Ich habe bessere Sportwagen, von daher. Und der Progen Tyrus ist von den Supersportwagen, finde ich, schlichtweg der beste. Aber es gibt halt jemanden, wie man ihn fährt, gibt es halt die Möglichkeit, dass man ein bisschen schlechter ist als ein anderes Auto. Aber nach einer Zeit ist er halt ein bisschen schneller als die anderen. Aber ja, kommt halt auch, wie gesagt, drauf an, wie man ihn fährt. Ja, ich cut euch hier gerade aus und dann zeige ich euch gleich noch die Kleidung, die neu ist. Da spreche ich nicht so übelst viel, damit meine Stimme nicht überreizt wird, weil ich habe, wie gesagt, eine übelste Kehlkopfentzündung und ihr hört es das auch total. Also, echt nicht mehr feierbar. Und, ja, dann will ich sagen, bis gleich. Ich weiß nicht, ob ich ein Endvideo noch mache. Also, wenn ich keins mache, sage ich jetzt schon mal danke fürs Zusehen.
Über neue Abos würde ich mich freuen, wie gesagt, wegen dieser YouTube-Sache, dass sie die gelöscht haben. Ich habe da schon angefragt, wieso, weshalb, warum. Haben sie mir leider noch nicht geantwortet. Mal schauen, was da rauskommt und ob da überhaupt was rauskommt. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein und ciao, wenn wir uns nicht wiedersehen. Ja, das Video geht jetzt noch weiter. Schon erlegt es mit Musik, damit ihr ein bisschen Unterhaltung wenigstens habt, während ihr da zuschaut. Und ja, macht's gut. So fly, we will dance all night. Young and free, we will feel.